Gerade in den stark wachsenden Räumen und Berlin wächst nun natürlich mit einer großen, starken Dynamik. Ist eigentlich dieses Wachstum innerhalb der Grenzen von Berlin kaum zu bewältigen? Die Lebensräume der Menschen überschreiten sowohl die Landesgrenzen als auch die Grenzen der verschiedenen Kommunen. Und deshalb kann man diese Prozesse, diese Wachstumsprozesse eigentlich nur bewältigen, wenn man intensiv zusammenarbeitet. Berlin ist keine Insel und Brandenburg hat kein Loch in der Mitte, sondern die große Stadt und die Regionen drumherum, die haben natürlich vielfältige Beziehungen miteinander. Die Menschen merken es, glaube ich, gar nicht mehr, wenn sie über die Stadt oder über die Landesgrenzen fahren. Und insofern drängt es sich auf, dass wir ganz eng zusammenarbeiten. Die Themenfelder sind vielfältig, also das ist sicherlich das für uns und für mich in Frage kommende Thema des Wohnens, natürlich aber auch der Bildung, des Verkehrs, der Energie, der Umwelt, also alles letztlich zusammen. Chancen und Herausforderungen in der Zusammenarbeit sehe ich bei einer stärkeren Vernetzung noch und einem Ausbau der Infrastruktur. Wir haben mit diesem Landesentwicklungsplan eine gute Grundfolie, auf der man all das betreiben kann, was die Menschen hier im Umland auch umtreibt. Nämlich die Frage, was kriegen wir eigentlich hin über diese Achsen, die natürlich fast alle oder praktisch alle über die Landesgrenze hinweggehen. Wir haben ja mit dem Siedlungsstern ein robustes Gerüst, was uns die Entwicklung, die bauliche Entwicklung entlang der Schienenverkehrstrassen zeigt. Und in dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion sind diese Schienentrassen auch die Schwerpunkte der baulichen Entwicklung der Zukunft. Wir haben zwei neue Achsen aufgenommen. Wir werden also dieses Zusammenspiel von sehr kompakter Bebauung an den Bahnhöfen mit geschützten Freiräumen, Landschafts-, Regionalparks in den Zwischenräumen auch künftig sehen. Wo siedle ich denn auch die Arbeitsplätze an, dass ich nicht trenne zwischen den Arbeitsplätzen in Berlin und dem Wohnen in Brandenburg, sondern ich muss Brandenburg ebenfalls mitentwickeln, mit Ansiedlung, damit auch dort kurze Wege nur von denen, die dort wohnen, genommen werden müssen. Die Akteure sind auf allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gefragt. Sie sind natürlich auch auf der politischen Ebene gefragt, auf der Fachebene von den Verbänden, aber vor allen Dingen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, also bei der Zivilgesellschaft. Ich glaube, die größte Herausforderung ist bei den Entwicklungen, die ja nicht nur Freude machen, die Menschen mitzunehmen, die Menschen mit einzubinden und zu beteiligen. Ich glaube, da stehen wir momentan tatsächlich vor einem Berg, den wir doch ein Stück weit abtragen müssen, also geeignete Formate zu finden zur Partizipation der Menschen, um sie eben entsprechend mit einzubinden in die Verfahren. Ich wünsche mir zwischen Berlin und Brandenburg eine vertrauensvolle, dem gemeinsamen Nutzen verpflichtete Kooperation mit Akteuren, die auch gemeinsame Ziele haben.